Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und wir haben gerade Assassin's Creed Rogue ausgepackt. Dann kommen wir mal hierzu. Ich muss jetzt erstmal hier mein Adressschild wegmachen. Ich bin ja nun mal so ein kleiner Assassin's Creed Fanboy. Was ist hier drin? Hier sind zwei Sachen drin. Wieso sind hier zwei Sachen drin? Assassin's Creed Unity Spezial Edition DE. Assassin's Creed Unity Guillotine Edition. Ich weiß nicht warum. Spezial und Guillotine Edition. Also ich habe, glaube ich, zwei. Also ich habe definitiv nur eine bezahlt. Da könnt ihr das sehen. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich muss mal kurz Nase stauben, sorry Leute. Das auch an mich jetzt. Auftragsnummer. Das ist auch meins, was ich bestellt habe. Ich habe ja die E-Mail gekriegt. Aber warum steht hier physikal, PS4. Sind OZB? Assassin's Creed Unity Spezial Edition DE einmal. Und Assassin's Creed Unity Guillotine Edition, also die Guillotine Edition auch einmal. Ich habe aber definitiv nur eine bestellt. Also da müssen wir jetzt, also dem gehen wir jetzt mal auf den Grund. Och, Kata. Nicht, wenn ich Video mache. So. Also wenn ich jetzt wirklich zwei Edition, zwei Figuren habe, denn, ja, muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil sonst nagelt ihr mich wieder drauf fest. Du hast aber im Video gesagt, du machst das. Wenn das wirklich so ist, springe ich hier im Dreieck. Dann habe ich natürlich zwei Figuren für meine Wand. Hier. Okay. Sehr kurios ist gerade, ich mache auf und habe ein PS4-Spiel. Ich habe mir schon ein Unboxing angeguckt und normalerweise müsste das... Oh, wie geil ist das denn? Habe ich gerade an der Seite rausgezogen. Ist das geil? Was ist denn das? Ist das doch nicht der Karton? Ich habe auch Angst hier, dass ich es gerade... Oh, das geht kaputt. Was ist denn das? Ja, das habe ich hier gerade drin gehabt. Ich habe auch gedacht, dass das irgendwie, hier seht ihr ja, irgendwie ein Bild ist oder so, dass da irgendwie was drin versteckt ist, dass es ein Buch sein soll. Es ist kein Buch. Da ist Plastik. Ja, also das ist definitiv kein Buch. Aber hier oben guckt auch das Band der französischen Fahne raus. Ey, keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade überfragt. Das sieht... Guillotine Edition. Das sieht gerade ein bisschen anders aus, als was ich gewöhnt bin. Und das Spiel ist auch einzeln. Also, ehrlich gesagt, ich habe keinen Plan. Hä? Irgendwas platzt da raus. So, nee, das war ja die Kyrax Edition, was ich mir angeguckt hatte.
Ach, ist verkehrt rum auch noch. Oh. Nee, hatte ich mir bei Ubisoft TV, hatte ich mir das schon angeguckt, genau. So, wieso ist das? Wo kommt das hin? Ich habe hier Pflaster, ich weiß nicht, wo es hinkommt. Fällt nämlich hier halb raus. Ach, deswegen. Toll. Deswegen war das so komisch. Ich hab's verkehrt rum aufgemacht. Könnte man ja auch mal rufschreiben. Achtung, oben. Achtung, unten. Wer von signifikanten vor. Oh, jetzt muss ich das hier alles wieder irgendwie hinkriegen. Das wäre echt klasse, wenn man sowas mal vermerken würde, wo hier unten, wo hier oben und so ist. Das würde einem bei einem Unboxing extrem helfen. Ach Gott, jetzt kriege ich die Scheiße nicht zu. Ich will schon, wenn denn richtig zeigen. Hier ist schon aufgerissen, ne? Klasse. Kotzt mich das an. So, jetzt aber. Ja, das hält auch. Total, das hält von 12 bis Mittag. Finde ich doof. Weil da hätten sie sich ein bisschen mehr einfallen lassen können. Da hat mir die Verpackung von Black Flag echt mehr gefallen, muss ich sagen. Also das ist, ich bin zwar ein Ubisoft-Fanboy und vor allen Dingen, ja, seht ihr hier, wie draus kommt? Ich bin eigentlich auch ein Assassin's Creed-Fanboy, aber sieht auch geil aus und dass man das hier hochziehen kann, ja, wenn es denn funktioniert und nicht nach vorne wegkommt, wäre schon echt klasse, aber ja, so sieht der Karton ja echt gut aus, auch mit dem Silber. Hier ist das wirklich richtig Silber und auch Blut und so. Cool, Blut steht ja sowieso drauf. Und ich habe auch bei diesem Vorbestellerprogramm mitgemacht, vereinigt euch, habe da alle DLCs, die man dadurch abstauben kann, abgestaubt. Ich werde mir auch den Season Pass kaufen und ich werde mir alles von Uplay holen, mit Uplay-Punkten, was ich mir holen kann. Mache ich immer bei Assassin's Creed so. Bei Rogue nicht. Bei Rogue werde ich es nicht so machen, aber hier werde ich es machen. Denke ich mal. Oder wenn es bei Rogue bessere Dinger bei Uplay gibt, dann werde ich mir die holen. So, hier gucken wir mal hier hinten drauf. Hier haben wir nochmal das Assassin-Logo, ein bisschen verziert mit einem Schwert. Liberty. Ich glaube, das ist so ja der Leitspruch der französischen Revolution. Aber ich kann kein Französisch, also die Sprache jedenfalls nicht. Und ja, dabei hapert es dann halt. Und hier steht dann auch Guillotine Edition, also Guillotine Edition kann man sagen. So, und wenn ich das jetzt hier abmache, eigentlich muss man das nach oben ziehen. Aber da hat natürlich hier, naja, so, dann nehmen wir mal Erno hier raus. Den werden wir dann nachher in einem extra Video, den brauche ich nicht, kein extra Video machen. Das ist ja nicht wie bei Black Flag, wo da ordentlich viel zusammenzusetzen ist. Das ist ja nur so ein bisschen klenet. So, und dann sehe ich hier hinten schon einmal die französische Fahne, die man runterziehen kann. Das werde ich in der neuen Wohnung, werde ich das noch nicht dran machen. Oh, hier ist schon kaputt. Hier löst sich schon von innen drin das Schwarze. Ist hier auch klasse. Weiß ich nicht. Also, sorry Ubisoft, dass ich das sagen muss. Ich bin echt absoluter Fanboy. Ich kaufe mir alle von euch, fast alle, so wie Geld kann, Geld habe, aber also mit dem Karton und hier so ein Billion Plasterrahmen. Also weiß ich nicht. Also das finde ich jetzt nicht so toll. Also das ist zwar, das Bild sieht ja nicht mal so schlecht aus. Ja, ich denke mal, das soll Erno sein in Paris. Also sieht echt mal nicht so schlecht aus, aber nur so ein Billard-Plasterrahmen. Da finde ich die hier oben. So, die da oben. Die von Black Flag. Die auf echt bespannt sind und so. Da ist ein richtiger Holzrahmen unten drunter. Finde ich besser. Sorry, aber ist nun mal so. Ja, das werde ich dann nachher noch verpacken. Werde ich dann erstmal hier wieder reinmachen. Das werde ich dann erst in der neuen Wohnung machen. So,
Ich packe jetzt einfach mal alles aus. Ich packe hier alles auf den Haufen. Und dann zeige ich euch das nachher nochmal, weil hier ist ja auch ein ordentlicher Schwung drin, so wie es aussieht. Ist denn hier noch alles drin? So viel wurde aber gar nicht abgebildet, dass das alles drin sein soll. Ach, die Anleitung, wie ich den zusammenbauen muss. Eine Uhr. Ach so, stimmt, hier ist die Spieluhr ja mit bei, genau. Ich hätte mir bevorzugt, dass die Taschenuhr mit bei ist. Wenn man die große Edition holt, die Taschenuhr wäre schon cool gewesen. So. Hier ist auch schon durchgedrückt. Ich weiß ja nicht, seht ihr das? Dass es hier so ein bisschen durchgedrückt ist. Ja, hier unten ist auch schon was ab. Bin ich echt enttäuscht. Also ich finde die Version an sich finde ich geil. Aber über die Qualität, da bin ich echt bis jetzt, also von der Verpackung, wie das alles ist, weiß ich noch nicht, aber von der Qualität, von der Verpackung her bin ich sehr enttäuscht. Also da muss ich echt sagen, das war bei den anderen Versionen viel besser ausgearbeitet. Hier oben löst sich das schon. Hier seht ihr, dass, vielleicht seht ihr so ein bisschen, dass eingerissen ist. Ja, also, und hier innen drinnen löst sich der teilweise, also weiß ich nicht. Also da fand ich die anderen Verpackungen von Black Flag zum Beispiel viel geiler. So, Erno machen wir ganz zum Schluss, würde ich sagen. Dann erstmal das darauf. Ja, so. Jetzt gucken wir erstmal an, was hier noch alles mit bei ist, außer dem Bild. Ist doch nicht. Wird bei hier liegen. So. Spiel ist mit bei. So. Wir haben hier auch einmal Lithografien mit bei. Ich muss nur gerade gucken, wo sie aufgehen. Hier. Nee, hier nicht. Hier. So, ist einmal. Wie rum kommt denn das? Einmal so rum. Und einmal. So, das ist Paris. Ich das hier nur wieder reinmachen. So. Das werde ich mir mal hier reinpacken, dass ich weiß, was ich schon gezeigt habe. So, was haben wir denn hier? Okay. Okay, okay, okay. So, dann haben wir hier einmal ein Steelbook. Oh, das ist ja schön. Ich zeige es euch erstmal von außen. Richtig schön schwarz, so wie es mir fällt, mit dem Assassin-Logo drauf. Ist jetzt, muss ich mal gucken, ob es von der Größe. Ja, minimal größer. Also passt in meine Schrankwand schon mal nicht rein. Hinten ist Erno drauf. Und wenn wir das jetzt so packen, die silbernen Knöpfe und die silbernen Waffenteile. Wartet mal, seht ihr das vielleicht so? Da seht ihr, die glänzen richtig. Und die Guillotine genauso. Und jetzt passt mal auf, jetzt machen wir innen drin. Was ich gut finde, hier ist einmal für die DVD. Ja, und da ist richtig geil das Assassinenzeichen. Das seht ihr schlecht, das ist auch so rausgedruckt. Und dazu setze ich die Bilder. Hier ist Erno. Alle französische Revolution. Ja, das seht ihr richtig scheiße, aber sorry. Was ich gut finde, ist, dass hier wirklich nur eins ist. Viele haben immer gesagt, jo, wo habe ich denn den Soundtrack? Hier. Hier ist der Soundtrack, den habe ich irgendwie zweimal. Immer hier und immer habe ich ihn ja irgendwie als Download gekriegt für Vorbesteller. Original Soundtrack. Den könnt ihr jetzt hier reinmachen, aber ich muss sagen, mir reicht das auch, wenn ich den hier unten reinlegen kann und den krieg's auch zu. Ja, da ist es auch vernünftig aufgehoben. Und ich finde es gut, dass sie diesmal wirklich nur eine haben und nicht wie da und nicht wie vorher, wo sie einfach für PC-Spieler und Xbox-Spieler einfach die gleiche und PlayStation-Spieler einfach die gleiche Hülle genommen haben.
Da hast du zwei Hüllen, zwei CDs, die du drin machen kannst. Und wir PlayStation 3-User, wir hatten immer nur eine. Also die haben wir da drin gemacht, dann war eben mal frei. Ist doch Schwachsinn. So. Dann haben wir hier Assassin's Creed Unity. Oh, die sieht aber auch geil aus. Ich zeig euch mal. Oh, und das alles auch in so einem Leder. Also hier seht ihr halt, also da haben sie wieder auf Qualität geachtet, aber beim Karton, was das erste ist, was man sieht, naja. Seht ihr das? Und wir machen einfach mal mittig auf hier nochmal so ein bisschen so. Da ist so und da. Und da kommt noch ein Charakter. Achso, mehrere Charaktere sind hier noch. Und ist ein bisschen dunkel. Scheiße, die Landschaftdinger sind alle irgendwie dunkel. Ja, richtig schicki. Richtig schicki. So, jetzt will ich aber erstmal das auspacken. Das ist so richtig, ist ja geil. Das ist so richtig Siegel mit dem Assassinen-Logo. Seht ihr das? Ja, geil. Klebt so leicht. Ah, das ist die Landkarte von Paris. Oh, sieht aber auch, also echt, sieht doch echt geil aus. Die kann man sich schön im Bilderrahmen machen. Oh, das muss ich so machen. Oh, in der neuen Wohnung, in meinem Arbeitszimmer, kommt ein schönes Assassin's Creed Regal. Da kommt alles von Assassin's Creed rein. Das sieht doch einfach, Leute, das müsst ihr sagen, also das sieht wirklich geil aus. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben. Ich zeig euch nochmal vorne. Da haben sie sich Mühe gegeben, das finde ich schön. So, dann haben wir hier, das wird die Spieluhr sein. Weil das ist ein bisschen zu lang für die Spieluhr. Ein bisschen zu leicht auch. Und hier sind auch Kartensymbole. Ha, ha, ha. Das ist ein Kartenspiel. Na komm, auf. Ich werde das natürlich auch dann nachher wieder in den Karton einpacken. Weil ich bin da, weiß ich nicht, viele stellen sich das dann einfach hin. Ich lasse das, mach das immer wieder in den Karton zurück und lasse das dann schön im Karton. Oh, sieht das geil aus. Ist so Plastik oder Holz ist das da? Na, in Rotbraun, da ist die Kurbel. Und jetzt guckt euch das an. Das Assassin-Logo. Und passt mal auf. Das ist richtig durch. Das ist raus. Also wenn das nicht geil aussieht. Also sorry Leute. Aber dann weiß ich auch nicht. Und da drin ist der Motor. Und wenn wir jetzt dran kurbeln. So, hier kann ich euch mal zeigen, hier, diese Kurbel ist es, auf die es ankommt, also diese Walze, da, diese fette, da sind so kleine Nippel rausgehoben, jetzt seht ihr vielleicht gerade so, und diese kleine, dieser Kamm, der setzt diese in Klänge um. Muss nur den richtigen Rhythmus rausfinden. Hört sich ein bisschen an wie die Assassin's Creed Musik, finde ich. In der neuen Wohnung, wenn ich wirklich die größere nehme oder bekomme,
dann kommt da ein schönes Assassin's Creed Regal rein, das weiß ich. Oder im Wohnzimmer, da habe ich ja dann, kommt ja, die ganzen Konsolen und so kommen ja alle ins Arbeitszimmer. Da kommt dann im Wohnzimmer ein schönes Assassin's Creed Regal. Richtig schön, die Figuren alle. Ich will mir ja noch die Box kaufen. Die Ezio-Box, da sind dann alle Ezio-Figuren drin. Oh, jetzt brauche ich erstmal nochmal ein Taschentuch, sorry. Entschuldigung. So. Und dann haben wir noch ein Kartenspiel. Das werde ich jetzt natürlich auch gleich mal aufmachen. Weil wenn denn richtig. So. Haben wir jetzt hier das Assassin's Creed Kartenspiel. Ich weiß gar nicht, aus wie vielen Karten es besteht. Tarot. Was sind das Tarot? Was sind denn die Karten? Mann, ich hab doch mal eine Lesebrille nicht und das ist so klein geschrieben. Ey Leute, wie soll man das ohne Lesebrille lesen? Könnt ihr mir das verraten? So. Das geht nicht. Toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Das geht immer so weiter. 18, 19, 20, 21. Das scheint wohl ein Joker zu sein. So. Achso, das ist das Deckblatt. So. Achso, das ist, was ist denn das überhaupt, das Schwarze? Ist das jetzt Peak oder was ist denn das? Das ist jetzt... Mit dem Assassin-Logo könnte Peak sein, könnte Kreuz sein. Also weiß ich nicht. Also was würdet ihr die Karte deuten? Ja, keine Ahnung. Und da ist auch nur eins. 2 bis 20, also hier ist keine Bube, Dame, König, Ass oder irgendwas mit bei. Und hier bei dem nächsten, da fängt es mit 1, 2, 3, 4, 5, ist alles Karo. 7, 8, 9, 10. Hier kommt auch gleich ein Bube. Bube, Dame, Bube. J ist Bube. Q ist Königin. K ist König, was ist ein C? Also wenn das jemand weiß, was sie mit C meinen, könnte ja Joker sein, aber pff, gute Frage. Oder Ass. Könnte natürlich auch Ass sein. Habe ich keine Ahnung. So. Was haben wir denn? Peak? Also Peak ist das obere schon mal nicht. Dann könnte das nur noch Kreuz sein. 10, Bube, C, Königin, König. So, was haben wir hier? So, Karo haben wir und Pik. Karo und Pik. Herz haben wir jetzt auch ein 2. Die haben alle nur die gleichen, alle nur Nummern. C, nee, J, C, Queen und König. Herz. Jetzt kommt Kreuz. Ja, siehst du, ist doppelt. Ja, und geht hoch bis Bube, C, König, also Queen, König. Ja, ich weiß aber nicht, was das erste sein soll. Mit 1, 2, 3, ob das irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Entschuldigung, Leute. Ich bin nicht auf dem Damm. Oh. So. Oh, jetzt gucken wir uns aber, achso, das Spiel an sich müssen wir noch angucken, was da noch drin ist. Ein Bild hatten wir uns ja angeguckt von Paris. Also finde ich jetzt diesmal nicht so gut, das sieht, wenn man so rüberfasst, aber
Ja, fässt sich ein bisschen halbwegs echt an, aber so ein bisschen rau so. Oh. Aber sorry Leute, da hat mir das vom Black Flag echt besser gefallen. So, dann gucken wir hier noch, was hier drin ist. Und dann müssen wir uns Erno noch angucken. Ich hoffe, mein Camcorder hält noch so lange durch. Die Batterie blinkt hier schon oft wie doll und verrückt. Ich hab vergessen, das Teil zu laden. So, oh. Oh, da muss ich gleich wegpacken. So, was haben wir denn hier? Ist das ein DLC? Nö. Uplay Shop ist es. Da kann ich im Uplay Shop Arno, keine Ahnung, als Figur kaufen und irgendwelche Bücher. So. Oh. Jetzt muss ich aufpassen. Wartet mal. Hier habe ich ein DLC Unlock. So, das muss ich wegpacken. Wartet. So. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch die normale Anleitung. So. Season Pass. Jetzt erhältlich. Ja, den werde ich mir natürlich kaufen. So, da seht ihr. Season Pass jetzt erhältlich. Den werde ich mir natürlich kaufen, weil ich hier alles brauche. Dead Kings kommt und irgendwann mit China. Ah, das weiß ich ja. Da kommt ja die Chinesin. Und zusätzlich neue Waffen, Monturen und so. Da bin ich mal echt gespannt. So, dann haben wir hier das Heft. Das ist wieder ein richtig klasse Heft. Passt auf. Ich schlag auf. Mehr ist nicht. Ich schlag zu. Das ist die Anleitung. Und dann die Figur. Naja, okay. Und da ist das Spiel. Da sind alle Viere drauf. So, jetzt bin ich mal gespannt, was steht denn hinten drauf? Oh, wartet mal, ich brauche noch ein Taschentuch. Ah, Gott. Einspieler, Netzwerk 4. Ja, ich bin mal gespannt, ob die ganze Story-Koop geht jetzt oder nicht. Oder erst ab einem gewissen Grad oder ob es wirklich nur teilweise ist. Ich habe noch keine Ahnung. Werden wir hier sehen. Hier bei Vereinigt euch habe ich mitgemacht. Habe ich mir natürlich alles geholt. Werde ich hier schon mal. Achso, brauche ich noch nicht. So, jetzt werden wir mal Arno zusammenbauen. So, wo das Plaste hinkommt eigentlich, ich habe keine Ahnung. Das war gleich lose. Achso, hier hinten ist ja wieder so Klimbim dran, dass man was abmachen muss. Ich sehe jetzt von hinten sehe ich schon die französische Fahne. Das ist auch klasse. Ja, wenigstens haben sie hier weiches Material genommen, dass man da in die Hände vernünftig rankommt und das abmachen kann. Ja, hier hinten beim Schwert hapert es dann natürlich schon wieder. Das kommt, da hat man echt teilweise Probleme hinten ranzukommen. Da braucht man eine Frau oder ein Kind zu Hause, das sagt, hier mach mal auf. So haben wir einmal ein Schwert, haben wir hier. Na, komm. So. Oh, hier ist ja festgeklebt. So. Klasse. Einmal. Ups. Haben sie wieder mit Fahne gemacht. Wie bei Assassin's Creed. Ja gut, bei Black Flag ist ohne Fahne, ist eine Piratenfahne mit bei, aber die ist echt geil. Bei 3 war auch halt mit Fahne schon amerikanische Fahne. Ja, irgendwie bei Ezio haben sie das nicht gemacht. Das kommt jetzt immer erst nach und nach. Also die sind jetzt irgendwie alle immer mehr patriotischer, die Spiele in dem oder halt in dem, womit sie halt zu tun haben gerade. So, jetzt müssen wir das hier mal durchstecken. So, Fahne haben wir schon mal komplett. Brauchen wir das nur drin machen. Dann haben wir hier noch den Säbel von Erno.
So, dann haben wir hier die Guillotine, den Oberteil. So, jetzt müssen wir hier erstmal noch einmal Plaste weg. Und nochmal Plaste weg. Ich hoffe, ihr bleibt noch, das bleibt noch alles und ihr seid dann nicht einfach so weg. So, jetzt müssen wir das hier sehen, wie wir das hier dran machen. Ach so, das kommt hier drüber. Okay. Okay, dann machen wir das hier drunter. So, haben wir das richtig da überhaupt? Ach so, das soll ich abmachen. Okay, naja, ich kann es trotzdem durchschieben. Passt ja trotzdem. So. Oder auch nicht. Ich krieg's nicht hier hin. Ich krieg's nicht hier backen hier. Hier unten kriege ich es nicht ran. Unten krieg ich's nicht ran. Klasse. Was so ein Scheiß hier verflucht. Toll. Jetzt ist es hier fest. Warum ist es jetzt hier fest? Warum? Das war echt bei den anderen Assassin's Creeds wesentlich besser. Ich krieg's unten nicht in den Nippel rein, ja. Schwule Scheiße. Ein Glück pennt meine Tochter, ey. So, das ist durchgehend, oder? Ist aber auch so gezeichnet, dass das hier eigentlich, der schmale, dass das hier komplett ab sein sollte. Ich habe auch keinen Bock, das abzuruppen. Toll, hier scheint es jetzt richtig fest drauf zu sein, kriegt wieder ja nicht ab. Und hier ist es beschissen. So, jetzt. Ich hab's, glaube ich, oder? Ich hab's. So, dann kann das hier auch fest. Ich hoffe, jetzt kriege ich das hier überhaupt noch wieder fest. Jo. Ah, ja, leck mich doch am Arsch hier, ey. So. Jetzt hole ich mir aber zur Sicherheit erstmal meine Brille, dass ich hier wirklich nichts falsch mache. So. Jetzt sollen wir das Schwert nehmen, also das hier raufsetzen. Zweitens das Schwert in seine Hand. Und dann hier unten zumachen. Ja, wie rum kommt denn das? Kommt das nach vorne? Kommt das nach hinten? Also das dünne kommt nach vorne. Das kommt nach hinten. Über die Faust. So. Und dann werden beide festgemacht. So, muss ich, sorry, dass ich euch da den Rücken zeigen muss gerade. Aber ich überlege gerade, wie das hier zusammenkommt. Man sieht auch nichts. Erst das Große, dann das Kleine. Okay, ist das eine Scheiße. Ja, ich krieg das Große hier nicht mal drüber. Also wie ich das Große hier rankriegen soll, ist mir ein Wunder. Also eigentlich soll das Große jetzt, oder nicht? Doch. Das Kleine soll
soll rüber. Und das Große kommt als Abschluss oben ruf. Irgendwie. Ist doch nicht. Und wie rum kommt das? So. Dann kommt jetzt erstmal das Kleine. Das ist auch wieder eine Scheiße, das hier überhaupt drauf zu kriegen. Och man, ey, ich gib's auf hier. Ey, das wird von Game zu Game beschissener, ey. Bei Black Flag diese scheiß Schnur und hier ditte. Ey, das ist doch was. Och, ich gib's auf. Das soll man wohl sehen können, angeblich. Also ich hab dicke fette Finger. Ich krieg hier das nicht ruf. Das ist doch nicht. Och, jetzt geh doch darüber. Jetzt leuchte ich mir zusätzlich noch mit dem Handy. So. Jetzt mache ich mir zusätzlich noch ein Licht hier. Ist doch da, da bin ich doch drin. Echt? Ey Leute, ihr kriegt das da nicht rauf? Das soll hier rauf. Da ist ja ein Loch drinne. Bin ja nicht bescheuert. Das soll, kann ich euch ganz genau zeigen. So, das ist dieser Scheißsäbel. Und da soll das hier oben rauf. Das kriege ich nicht mal rauf, auch selbst wenn ich... So. Das kriege ich nicht mal ruf, wenn ich das so mache, ey. Woher kommt das hier um, ruf? So, da war die Batterie leer. Es kann sein, dass ihr jetzt ein Brummen hört. Das liegt aber nicht an euch. Das liegt an meinem Camcorder, weil ich den jetzt gerade nebenbei lade, dass ich das Video fertig kriege. So. Und wir sind immer noch bei dem schwulen Degen von Erno. Hat doch der Hand, die Hand, oder? Und, ey, echt, das ist eine super Erklärung, weißt du? Echt, so, das geht ja, aber hier, drei, vier Bilder, ja? Ey, da hätte ich mir mal ein bisschen was mehr gewünscht und vor allen Dingen ein bisschen größer. So, das soll da rüber. Und das kommt dann oben rauf. So. Das kommt drüber. Es geht nicht rüber. Es geht nicht. Was ist das? Es geht nicht rüber. Es geht nicht rüber. Ich könnte ja ausrasten, ey. Ich kaufe mir nie wieder so eine Fitzelfigur. Oh. Schule Scheiße. Ich krieg's hier noch kaputt. Das passt ja so schon kaum hier ruf. Selbst wenn ich ohne Hand mache, passt das nicht hier ruf. Jetzt soll da eigentlich ruf. So. Ach, hier jetzt geht's. Aha. Okay, so solltet eigentlich ruf. Seht ihr das? So.
Und dann soll das da oben ruf. Mal gucken, ob es jetzt besser geht, jetzt wo ich es eh mal gemacht habe. Dass das Gummi vielleicht erstmal geweitet werden muss oder ich habe keine Ahnung. Es ist einfach viel zu knapp, man kriegt es nicht richtig ruf. Jetzt, oder? Hab ich's? Ich hab's nicht. Ich glaube, ich hab es. Also man muss es erstmal so machen und dann kann man das in Angriff nehmen. Okay. Oh, jetzt kommt die nächste Scheiße. Jetzt muss ich das hier ohne Ruf machen. Das passt ja nicht. Ubisoft. Bitte keine so eine Fitzelfigur-Scheiße mehr. Gib dem doch einfach ein dreckiges Schwert in die Hand und dann ist gut hier. So eine Piss-Scheiße. Ja, das passt nicht. Das ist hier viel zu knapp. Das kriegt man hier rauf. Doch, kriegt man auf. Ey, da krieg ich gerade mal so rauf, wenn ich so eine Hand habe. Wie soll denn das bitte schön so gehen? Leck mich doch am Arsch. Also, da bitte in Zukunft würde ich mir wünschen, Sachen, die vorher getestet wurden, ob die auch für Männerhände geeignet sind. Der überwiegende Teil der Spieler sind Männer mit Händen. Meine Fresse hier. Unten wieder. Oh, ist ja schon eine Scheiße hier. Die können so kotzen. Ja, und wie soll ich das jetzt hier hochkriegen? Ich jetzt bescheuert, ich hab doch hier eben noch den Dings gehabt, ich bin doch. Die scheiß Lampe eben gehabt. Bin ich jetzt bescheuert oder was? Ich hab doch eben noch die Lampe in den Griffel gehabt. Die Taschenlampe, die habe ich doch extra hier noch. Bin ich jetzt. Jetzt werde ich alt und senil. Jetzt werde ich ganz bescheuert. Kapp die neue ab. Jetzt ist er weg. Kann höchstens runtergefallen sein. Weil die brauche ich jetzt. Ach, da hinten nicht. So. Wer da lacht, wenn wir die Scheiße hier noch angebaut kriegen? Habe ich mir bei Netto geholt. Übrigens 4,99 €. Dass ich eine hier am Tisch habe und eine, wenn man im Flur ist, gleich zentral, dass immer gleich irgendwie griffbereit ist. Ich habe eine Tochter, da muss immer Licht sein, selbst wenn Lichtausfall ist, also Stromausfall ist, muss hier irgendwie Licht gehen. So, Verpackung weg. Ist aber ein schön schwer, das Ding. Habe ich mir bei Netto geholt, kann ich echt nur empfehlen. Ist wohl eine LED, logischerweise. Kommen die überhaupt alle gleich an? Ich glaube ja. Nee, die nicht. Die kommt so rum. Und... Aha, da kann ich oben nur abschrauben.
So. Mit Hand geht das nicht. Also sobald man das hier drin gemacht hat, geht das nicht. Wenn wir so testen hier. So kommt das aber nicht. Oder doch? So. Nee. Hier kommt. Hier kommt jetzt so. So. Könnte so kotzen. Danke Ubisoft für so eine klasse Figur mit so einem klassen Schwert, wo man Pussyhände für braucht. Ich krieg es nicht hier. Könnte kotzen, Leute. Ey, sorry, ohne Scheiß, ihr kriegt das nicht hin. Ihr kriegt das nicht hin, das beschissene Schwert hier ranzumachen. Jetzt mache ich es mal von der anderen Seite. Sieht zwar kacke aus. Und ist auch komplett falsch. Thank you.
die Scheiße nicht darüber. Manch andere hätte schon aufgegeben. Ich bin da schon ein bisschen hartnäckiger. So. Ich hab's nicht. Jetzt kriege ich das hier zwar ruf, aber geht immer wieder los. Jetzt ist es fest. Ist komplett falsch, das Schwert. Ist komplett falsch. Kotzt mich gerade etwas an. Also das kotzt mich jetzt echt an, weil wenn man sich das anguckt, das lange, das ist nicht hier, das hat nicht da vorne zu sein, das ist eigentlich auf der Seite, da sieht man zwar nicht, aber dann kann man seinen Kopf drehen, seinen Kopf kann man ohne drehen, Arm kann man nicht drehen, den Arm kann man nicht drehen, nicht mal eine ausfahrbare Klinge hat er. Ja, lassen wir das halt so. Besser wie gar nichts. Und dann geben wir immer die französische Fahne in der Hand. Die hat unten so eine kleine Aussparung. So. Ich bin aber jetzt auch froh, dass ich die Scheiße hier zusammengebaut gekriegt habe. So. Das ist die komplette Figur. Die hier oben, die Fahne, die ist locker. Da ist hier unten so eine kleine Vertiefung. Ich guck mal, ob ich euch das zeigen kann. So, da ist so eine kleine Vertiefung drin, das seht ihr das? So. An sich, auch selbst hier, das Holz, alles und die Füße, ja, seht ihr ja so ein bisschen. Also detailtreu sind sie da schon, muss ich echt sagen. Sieht schon echt schick aus. Vor allen Dingen, was mir gerade aufgefallen ist hier. Da ist Blut. Seht ihr das? Da ist Blut. Da ist Blut. Und hier unten ist auch Blut. Ein bisschen rauszoomen. So. Hier ist auch Blut. So ein Bluteimer. So, da. Und da liegt so ein Kopf drin. Da liegt ein Kopf drin. Kann man den rausnehmen? Nee, kann man nicht. Dann haben wir... So, dann haben wir... Fangen wir mal oben an. Hier schön den Kranz. Mit dem Motto der Französischen Revolution. Hier haben wir die Guillotine, die ist so fest. Die ist natürlich auch voll mit Blut. Ja, und hier haben wir auch noch so ein paar. Ja, seht ihr das? So, hier. So, da, so müsst ihr das rein theoretisch sehen. Das sind auch so ein paar Art Buttons hier sozusagen in den Farben der Französischen Revolution. So, von der Seite sehen wir hier Arnaud. Von der Seite jetzt mal, hier hat er jetzt seine Waffe drinne, die können wir, oh, die geht sogar raus, die geht sogar raus. Hätte ich ihm die auch in der Hand setzen können, hätte ich ihm den schwulen Degen darin geklatscht. Na toll, aber eigentlich müsste der doch eine Degentasche extra haben. Hätte ich ihm auch die reinpacken können, klasse. Oder, warte, kann ich das hier rein machen? Jetzt bin ich gerade mal neugierig, gucken, was passiert. Gucken, ob das geht. Mal gucken, wo was ist. Ja, so. Nee, das geht nicht. Sonst hätte ich gedacht, ich hau ihm mal hier einfach die Pistole in der Hand. Ja, relativ. Mit Biegen und Brechen könnte man es durch.
drücken und dann könnt ihr halt hier natürlich mit Pistole stehen, ohne Fahne. Aber wir machen mal die Pistole lieber wieder in die Seite rein. So, muss auch vernünftig halten. So. Dann nehmen wir ihm wieder die französische Fahne. Die. So. Und an sich echt, wenn es nicht so eine Fummelarbeit wäre, also weiß ich nicht, also hat so ein bisschen nervt, an sich eine echt schöne Figur, aber die Fummelarbeit mit diesem schwulen Schwert ist echt zum Kotzen. Aber so an sich sieht der geil aus. Ich bereue es nicht, dass ich mir die große für 150 gekauft habe. Habe ich wieder eine neue Assassin's Creed Figur mehr für meine Sammlung. Yeah! Ja, ich werde jetzt erstmal Angriff nehmen, Assassin's Creed Unity zu spielen mit Arno und morgen werde ich Revelation, bin bescheuert. Rogue spielen, während ich dann halt Unity hochlade. Das werde ich morgen bearbeiten und dann heute spielen, morgen bearbeiten. Ja. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal bei euch verabschieden. Ich will zocken. Ahoi, sagt euer Odin.